Hey ihr Lieben, ich wollte mit euch das dritte Mal jetzt, ich versuche die Videos aneinander zu schneiden, wenn ich sie alle noch habe. Wake up, wie auch immer, diese falschen Wimpern zu testen. Und zwar das Ding da dran ist, sie sind magnetisch. Ich sag euch, ich hatte Struggle, ihr werdet es anhand der anderen Videos sehen. Das ist natural, ich finde sie schön, wenn ich sie drauf mache. Sie sind echt toll. Und keine Frage, also daran liegt es nicht. Es ist nur so, ich versuche auch mal im Bilde zu bleiben. Es ist nur so, ich kriege sie nicht dran. So wie es ist, ich kriege sie einfach nicht an mein Auge und sie heben einfach nicht. Oder ich nehme sie mir mehr ab mit der Pinzette. Also es ist ein richtiges. Ich glaube auch nicht, dass ich es im Leben schaffen werde. Vorne und hinten sieht fast gleich aus. Wo bist du jetzt hin? Ich versuche sie jetzt einfach mal in mein Auge zu kriegen. Also, das ist schon mal das eine. Sie einfach mal dran zu legen, dass sie einfach mal liegen, ist schon mal gar nicht so einfach. Also so, ne? Dann nehme ich mir so ein kleines Büschel und mach's dran. Voilà, es klappt. Dann nehme ich mir noch ein kleines Büschel. Es klappt nicht. Also ich würde mir einfach Wimpern dran kleben. Ich habe meine Wimpern gerade verloren. Ich habe sie gerade verloren. Na, 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 na. Denn sie. Ich hoffe, ihr seht das, was ich meine. Und das habe ich die ganze Zeit. Egal, wie ich es versuche und drehe und wende. Es will einfach nicht. Es will einfach verflucht noch mal nicht. Es will nicht. Büschel ist aufgetaucht. Es will einfach nicht. Ich versuch's immer wieder. Man kann es auch gar nicht richtig am Wimpernrand machen, weil sobald man mit der Pinzette, was totaler Quatsch ist, denn diese Pinzette ist auch magnetisch. Also wer sich da jetzt einen abfacken will, sag ich mal. Hinten geht's noch, wobei da meine auch unteren eigenen da dran kleben. Dann versuche ich jetzt mal. Die da. Das gerade. Nee. Also, bis ich das dran habe, kriege ich einen Nervenzusammenbruch und bleib zu Hause. Ohne falschen Wimpern. Ganz ehrlich, für mich nicht geeignet. Ich will da auch nicht geübt drin sein oder sonst was. Bei manchen sieht es da ganz nett aus, man sieht aber immer, weil es nicht, ich krieg's nicht ganz dran, ne? Hier hängt mir noch ein Büschel, sehe ich. Ich krieg's so oder so nicht richtig dran. Von daher ist das überhaupt nichts für mich. Ich möchte auch nicht, dass es was für mich ist. Dann habe ich doch lieber Wimpernrückstände, sage ich mal. Denn normale Wimpern, ich weiß nicht warum, aber die kriege ich viel, viel besser dran. Und sie heben dann auch viel, viel mehr als diese hier. Keine Ahnung warum. Aber die Verpackung ist echt niedlich gestaltet. Ich gib's auf. Nee, ich mag nicht mehr. Ich mag echt nicht mehr. Also ich bin kein Mädchen von diesen geklebten Wimpern da. Auch die Anleitung, dass man es an die Pinzette macht, dann kriegt man es gar nicht ab, um ehrlich zu sein. Ist nix. Also für mich ist es nichts. Ich werde euch ein paar Videos dranhängen. Also nein. Nein. Nein, es kommt wieder da rein und bleibt auch da, wo es ist und wird weitergegeben. Nein. Ich setze euch natürlich den Link unten rein von den Wimpern. Mehr nicht. Mehr setze ich euch nicht rein, weil ich finde, es ist einfach nicht mehr wert. Bitte holt sie euch nicht sozusagen, weil es ist. Nein. Nein, quält euch nicht. Holt euch lieber falsche Wimpern und klebt euch welche dran.
Ciao. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Wimperntest und zwar wurden die mir zugeschickt. Ich werde euch mal den Link zu der Firma mal unten reinsetzen, aber ich habe schon getestet. Es kommt echt süß mit Seidenpapier und alles Mögliche. Es war schon im Karton. Dann wird noch ein Karton, dann wurde das eben in Seidenpapier eingewickelt, echt süß verpackt. Dann kommt es so in so ein Körbchen. Ich habe das Video gelöscht. Ich war 10 Minuten am Machen und habe es nicht hingekriegt. Also, und dann packt ihr das dann aus und das ist die Natural. Dann kommt noch eine Wimpernzange dazu. Nee, doch, ist ja eine Zange für die Wimpern. Doch. Dann machen wir das so auf. Hier ist eine Anleitung, wie wir das am besten gestalten sollen. Und ja, ich versuche euch so nah wie möglich ranzumachen. Die Wake Up. Good Morning heißt das. Es ist nichts für mich. Ich wollte es unbedingt testen. Ich wollte nur nicht mein eigenes Geld dafür ausgeben. Es ist echt so, weil für mich wäre das wieder rausgeschmissenes Geld gewesen. Weil es einfach nicht funktioniert bei mir. Also im Endeffekt lege ich mir die Wimpern so hin, wie ich sie dann gerne hätte. So auf mein Wimpernbändchen hier, ne? Damit wir das im Nachhinein so zusammenklipsen können. Was leider nicht so ganz funktioniert. Weil das schon alleine ein Gefummel ist. Es waren wirklich 10 Minuten nur Gefummel und hat mich nur aufgeregt. Auch wenn es jetzt nicht klappt, ich werde das Video hochladen. Das hatte ich der Firma gesprochen. Ich stelle mich vielleicht auch nicht gut genug für die Dinger an. Manche kriegen das super hin, aber ich finde, es wäre mir einfach zu unsicher. Ist einfach so. So, komm jetzt zu Mama. Das Ding will nicht heben. Okay. Ich versuche es jetzt mal. Vielleicht wäre eine Plastikwimpernzange da viel, viel sinnvoller. Ich lege die jetzt auf meine eigenen Wimpern drauf. Und dann gehe ich mit dem kleinen Metallstück einfach mal in die Mitte. Und versuche sozusagen, sie dran zu klipsen. Es sieht jetzt gerade gut aus, aber also es sieht vom Weiten ja gar nicht mal so schlecht aus, aber das will bei mir nicht an den Wimpern kranz. Und wenn ich so lange für etwas brauche, dann werde ich das nie wieder machen. Das kann ich euch gleich sagen, denn ich lege das da drauf. Alleine das ist schon eine Geburt. Es ist echt eine Geburt. Es ist auch, sie sind auch nicht so leicht natürlich wie geklebte Wimpern, was mir ja persönlich nichts ausmachen würde. Wenn das funktioniert. Aber da es ja nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Fehler in meinem Leben mache. Das will überhaupt nicht hier. Da ist es jetzt ganz, ganz eng da dran. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt. Weil ehrlich gesagt spiegelt nicht mein scheiß Telefon. Also hier hinten ist es relativ fest. Gucken wir mal, ob wir das da hinten auch so hinkriegen. Nee, ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Angst, mir das ins Auge zu rahmen. Wie jetzt gerade eben. Das tat nämlich ein bisschen weh. Also, ja. Ich stelle mich vielleicht echt zu blöde an.
Ihr seht, ich habe mir das Ding voll ins Auge gerammt. Für mich persönlich ist es nichts. Sorry, Leute, ich höre damit auf. Es ist nichts für mich. Es sieht ganz, ganz nett aus. Ich finde das wirklich süß gestaltet. Wenn das aufklebbare Wimpern, wäre ich sofort dabei. Ich klebe sie mir lieber auf, bevor ich mir mein Auge aussteche damit. Denn aufkleben ist schon etwas. Also ich war schon immer dem skeptisch. Ich war schon immer dem skeptisch gegenüber. Es, ja. Nee, ich würde lieber die Magnete abmachen, würde mir die falschen Wimpern da dran kleben. Finde ich viel, viel schöner und viel angenehmer, als das zu machen, was ich jetzt getan habe. Das ist nämlich gar nichts für mich. Ich gucke gerade mal, ob da so noch Haare dran sind. Ja. Nee, es wandert auf jeden Fall weiter. Es kommt auch ins Insta-Sale. Vielleicht will es ja jemand ausprobieren. Ich werde euch auf jeden Fall die Firma mal verlinken. Für mich persönlich ist es nichts. Ich lege auch alles mit bei, was dabei war, weil ich es einfach nicht benötige. Ich will das einfach gar nicht erst bei mir rumfliegen haben. Also wenn ihr daran Interesse habt, es ist auf jeden Fall bei Instagram zu finden. Und ja. Der Shop werde ich trotzdem verlinken, weil ich es der Firma gesagt habe. Aber so wie die das beschreiben, das funktioniert. Dafür brauche ich schon 10 Minuten. Da bin ich schon längst mit einem Wimpernkleber auf der Straße. Und das ist antrocknen. Oh, hier hängt sogar auch noch eine Wimper. Also ich weiß ja nicht so richtig. Was das, ich dachte, boah, habe ich schöne volle Wimpern, aber war nicht. War leider nicht so. Weiß auch nicht, wo die da zugehört, weil die ist jetzt extra. Die Wimpern an sich sind echt schön natürlich, aber wenn ich mir sowas drauf beppe, dann so kann es auch den ganzen Tag bis morgen früh heben. Ja, dann muss ich die auch nicht abmachen. Ich mache eigentlich auch nur so ganz große ab. Also, für mich leider ein Flop. Also, ich habe es zweimal getestet. Einmal habe ich mir fast ein Auge ausgestochen und das andere Mal war auch nichts. Es tut mir leid. Es ist nichts für mich. Vielleicht kann ja jemand anderes was damit anfangen. Ich nicht. Ich wusste es, deswegen habe ich sie mir schon von Essence nicht geholt. Aber toll, danke der Firma nochmal gegenüber, dass ich es austesten durfte. Ja, genau so sieht es aus. Für mich eher ein Flop. Ihr schaut selber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.